Davor haben wir noch internationale Nachrichten für Sie. Wir beginnen in Slowenien. Das Land übernimmt mit Juli für 6 Monate den Vorsitz in der EU. Und der beginnt gleich einmal mit einem Eklat, weil Sloweniens Regierungschef Janez Janša offenbar Richter und EU-Abgeordnete inakzeptabel angegriffen haben soll, hat EU-Kommissionsvize Franz Timmermans demonstrativ den Termin für das Familienfoto boykottiert. Janša polarisiert, wie man nicht nur daran sieht, sondern auch, weil er sich seit Monaten weigert, 2 Slowenen für die neue europäische Staatsanwaltschaft zu bestätigen. Janez Janša startet den EU-Vorsitz mit einem Misstrauensvorschuss. Seine Parteinahme für Viktor Orban auf dem jüngsten EU-Gipfel ist nicht gut angekommen. Beim Besuch der Kommission in Slowenien dominiert die Diplomatie. Die Kommissionspräsidentin fordert Janša dennoch auf, Vertrauen zu stärken. Vertrauen in freie, unabhängige, ausreichend finanzierte Medien. Vertrauen, dass Meinungsfreiheit, Diversität und Gleichheit immer respektiert werden. Er will ein ehrlicher Makler sein, verspricht der slowenische Premierminister. Dabei hat er aber viel zu tun, sagen seine Kritiker. Wenn man da wahrgenommen wird als jemand, der auf der einen Seite einer Position sich beheimatet fühlt, dann ist es schwierig, dann dort den ehrlichen Makler zu spielen. Und darüber hinaus genießt er auch nicht ein hohes Vertrauen unter den anderen EU-Regierungs- und Staatschefs. Von daher wird es für ihn persönlich schwierig werden. Europa soll kein Schmelztiegel sein, in dem alle gleich denken, sagt Janša. Es werden spannende 6 Monate.